Leute, herzlich willkommen zurück zu Fußballmanager 18 in der Köln-Karriere. Wir waren stehen geblieben kurz vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Echtes Topspiel heute. Bevor wir starten, habe ich aber noch ein, zwei, drei Sachen oder Kommentare, auf die ich ganz gerne eingehen würde. Erstmal sollte ich doch irgendwas Assel zeigen. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken, deswegen suchen wir den so. Ich weiß nicht, was du meintest damit, dass die Bayern aus dem Pokal rausgehauen haben, weil Bayern ist bei uns noch im Pokal drin. Aber bitteschön, spielt irgendwo in der Oberliga, würde ich sagen. Können gerade mal auf die Historie gucken. Ja, spielen in der Oberliga, sind abgestiegen aus der Regionalliga. Von daher bei uns nicht mehr mit dabei. Also werden bei uns nicht mehr akkurat simuliert. Ich weiß gar nicht, die werden wahrscheinlich doch noch simuliert, also können auch wieder aufsteigen. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Mega komisch heute. Halt's gerade die ganze Zeit. So, also. Können nicht mehr, also werden nicht mehr richtig simuliert, aber ich weiß halt auch nicht, was du damit meintest, dass die Bayern aus dem Pokal rausgehauen haben. Weil bei uns ist Bayern noch im Pokal drinne. Na, also, wir können gerade mal drauf gucken. Ergebnisse, nationaler Pokal. Da. Bayern ist noch drin und die haben auch nie gegen die gespielt. Vorher. Deswegen hat mich das ein klein wenig verwirrt. Dann sollte ich mal Marvin zeigen. Machen wir natürlich. Muss die ganze Zeit raus und rein tappen. Warst du denn schon? Ja, du spielst beim FC Aarau. Bist dahin verliehen. Warum auch immer du nicht im Blickfeld bist. Und auch keiner über dich großartig Bescheid weiß. Da bist du doch tatsächlich durch die Lappen gerutscht. Also ein bisschen zwischendurch. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dich mal scouten, damit wir dich auch im Blick haben können, ja. Werde ich direkt mal irgendeinen drauf ansetzen. Am besten unseren Jugendscout. Der würde dich jetzt mal scouten und dann wissen wir über dich auch mehr Bescheid. Bist auf jeden Fall, denke ich, bei Aarau Stammspieler, ja. Aarau momentan letzter in der Schweiz, nicht so gut, aber ich denke mit einer 65 könntest du vielleicht dann auch bald irgendwohin wieder wechseln, wo du mehr Erfolg haben kannst und vielleicht, ja, sehen wir ja von dir auch noch eine geile Karriere. Gucken wir mal weiter, was soll ich noch machen? Genau, ich sollte mal meine Taktik zeigen. Ja, komplett, also mit Zwiebeln und scharf, mache ich natürlich. So, wir spielen ja, oder ihr seht das ja, wir spielen in einem 4-3-3 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, wo einer weiter aufgerückt ist und einer weiter etwas weiter hinten. Also Merino gerade hier würde den defensiveren Part machen und Aidi macht den offensiveren Part. Ja, das habe ich eigentlich ganz gerne so. Und dann kümmern sich halt die vier Leute um die Offensive und die vier Leute, oder eher gesagt so die fünf Leute hier kümmern sich um die Offensive und die fünf Leute hier kümmern sich um die Defensivarbeit. Die Taktik sieht so aus. Einsatz auf hoch, habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht. Wenn ich die durchpowern lasse. Abstöße, ja, gehen so mittelweit. Also ich habe eigentlich alles relativ variabel gehalten, ja, dass die Mannschaft selber entscheiden kann, was sie macht, weil wir haben sehr kreative Leute in der Mannschaft. Deswegen habe ich einfach mal gedacht, ja, machst du einfach mal alles so ungefähr auf 50%. Abwehrreihe haben wir bei 45%, Passspiel, da wir halt auch ein bisschen offensiver spielen wollen. Passspiel auf 50%, hier auch auf 50%, Spielmacher mache ich mal wieder auf niemanden. Ja, ich weiß nicht, warum das da eingetragen war. Normalerweise haben wir keinen speziellen Spielmacher, ja, im Spiel. Dass der Ball halt durchs Mittelfeld laufen kann und nicht immer nur auf eine Position kommt. Wir spielen, egal über welche Angriffsseite, das können sich die Leute auch aussuchen. Sturmtank ist aber Impact. Wir bringen die Flanken ungefähr so, ja, ich würde auch sagen, fast zwischen Halbfeld und Grundlinie. Die Ecken kommen gar nicht mal so weit, eher an den kurzen Pfosten. Und die Höhe ist auch nicht so hoch. Wir können die mal ein bisschen höher machen eigentlich. Ich meine, Impact ist ja ziemlich groß. Dann die Anweisungen sind eigentlich, ja, das ist die Außen, für die Außenverteidiger die Anweisung, für die Innenverteidiger die Anweisung, für einen zweiten Innenverteidiger die Anweisung. Warum hier nicht auf voll? Damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, wenn die Tacklings bei den Innenverteidigern auf voll ist,
sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie einfach unendlich viele Karten kassieren. Und das gar nicht mal so geil, ja. Dann unser defensiverer Part im zentralen Mittelfeld. Eigentlich auch ausgeglichene, nicht so positionskreativ betucht, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Da wollte ich einfach, dass sie ihren Job machen. Die sind beide eigentlich gleich eingestellt. Der eine hat halt nur den Laufweg zurück und der eine andere hat den Laufweg nach vorne und ist auch bei Standards mit nach vorne, während er bei Standards nicht da vorne ist. Ja, ich gucke halt immer, dass ich bei Standards immer schön vier Leute hinten habe. Einer in der Verteidigung geht halt noch mit nach vorne. Und Mireno sowie die anderen Verteidiger bleiben bei Standards hinten. Ja, da ich will ja die Absicherung haben, dass wir nicht in den Konter laufen. Dann unser Offensiv-Mittelfeld, auch so, geht in die Dribblings rein. Bei Fabian könnten wir jetzt auch einstellen, dass er steil geht, funktioniert aber auch ohne. Hier habe ich eigentlich alles auf 60%, funktioniert eigentlich recht gut für die Außen. Ja, die habe ich immer gleich eingestellt und Impact hat halt Positionstreue auf Kreativ, der darf sich da bewegen, wie er möchte, darf steil gehen, kann in die Dribblings gehen und ist natürlich bei Standards auch mit vorne. Und wir sehen ja, in der letzten Saison hat es wunderbar funktioniert so und ja, das ist meine Taktik so. Achso, Laufwege fehlen ja auch noch. Laufwege sehen so aus. Kann auch sein, dass das der totale Murks ist, aber wir sind damit erfolgreich und es funktioniert. Ja. Unsere Außenverteidiger gehen nicht so weit mit nach vorne, dafür gehen unsere Außen ziemlich weit mit nach hinten. Wir sind halt, ich versuche halt immer eine gute Defensive zu schaffen, ja. Deswegen arbeiten eigentlich viele Leute defensiv oder sehr defensiv mit. Und ja, trotzdem sind wir offensiv sehr gut unterwegs. Ich bin sehr zufrieden mit der Taktik. Und die hat sich jetzt auch über die letzten Jahre so entwickelt, sage ich mal. Wir haben ja ganz am Anfang noch mit einer ganz anderen Taktik gespielt. Und ja, dieses 4-3-3 hat sich jetzt so entwickelt. Das habe ich immer mal ein bisschen umgestellt, immer mal ein bisschen was dran gemacht. Ist halt, ja, hat sich jetzt halt über die letzten Jahre so herauskristallisiert. Gut, dann gehen wir mal in den privaten Bereich. Den sollte ich nämlich auch noch zeigen. Dann können wir wieder golfen gehen. Da habe ich halt Golfen und Dings öfters gemacht. Ich muss mal gerade gucken. Ist er noch drin? Nee, ist er nicht. Gut. Ja, jeder, der weiß, wovon ich gerade gesprochen habe, ob er noch drin ist oder nicht, schreibt es doch bitte in die Kommentare, ja? Ich glaube, das kennt jeder, ne? Da habe ich mir letztens mal in der Karriere ein bisschen gegönnt, sagen wir mal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, wovon ich rede. Ja, hier habe ich einfach eigentlich fast nichts gemacht. Ja, außer hier Geld rein investiert, das können wir wieder machen. Ja, weil irgendwann, Leute, explodiert das hier so überkrass. Und da kriegt ihr richtig viel Kohle her. Ja. Also, wenn dann... So. Wenn dann auf einmal anstatt die hier, anstatt einen Verkaufswert von 1130 haben, haben die dann auf einmal einen Verkaufswert von 15, 16, 17.000, dann könnt ihr das hier mal 15 rechnen und dann habt ihr raus, was ihr da am Ende an Kohle habt. Ist schon nicht wenig und ich mache das meistens so, dass ich mir dadurch dann den Verein irgendwann kaufe. So einen auf, ich bin jahrelang beim Verein Trainer und habe halt Geld gemacht durch Aktien. Und kauf mir das Ding dann irgendwann. Weil ich halt im Verein so krass integriert bin, dass ich mir gedacht habe, yo, ich kauf mir den jetzt einfach. Gut, Leute, gehen wir rein ins Spiel gegen Wolfsburg, würde ich sagen. Heute mit Aidi in der Startelf. Mirino ist, João Mario ist ein bisschen müde noch von der Nationalmannschaft. Die war jetzt gerade übrigens, Nationalmannschaft läuft eigentlich für alle recht gut. Momentan. Und eine andere Sache noch, die ich, glaube ich, überspielt habe. Wir haben leider dieses Jahr das Finale nicht bei uns in der Champions League. Das ist bei Bayern, in der Allianz Arena. Und ich glaube, die Euroleague war beim FC Barcelona oder so. Weiß ich gar nicht genau. Habe ich mir nicht so 100% angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Gut, Leute, wir gehen rein ins Spiel. Ich hoffe mal auf einen Sieg gegen Wolfsburg. Würde auf jeden Fall uns sehr weiterbringen. Und ja, gehen wir rein. Bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Wir spielen heute gegen unseren direkten Konkurrenten, den VfL Wolfsburg. Erster gegen den zweiten, absolutes Topspiel. Ich hoffe, das Stadion ist ausverkauft.
Alles andere wäre eine Schande. Ja. Wolf Freistoß von Stendera direkt mal auf Duda. Der köpft ihn über das Tor drüber. Glück für uns. Wir sagen direkt mal zur Mannschaft Konzentration. Wir sind voll konzentriert. Müssen wir sein über das ganze Spiel hinweg, um hier eine gute Leistung bringen zu können. Haslak Richtung Elfmeterpunkt. Semper verlässt die Linie. Hat den Ball sicher im Nachfassen. Impact legt am Strafraumrand für Fabian auf. Der zieht sofort ab. Semper ist links unten am Eck, hält die Kugel im Nachfassen. Ja. Und ich denke, das würde auch ein absolutes Spiel auf Augenhöhe wieder gegen den VfL. Wir haben ja schon die letzten Spiele gegen Bayern und auch gegen Dortmund sehr, sehr erfolgreich hinter uns gebracht. Es sieht schon wieder nicht allzu überragend aus von den Noten her, aber wir wissen, wir sind immer für was Gutes zu haben. Eret, ehemaliger Spieler von uns, spielt sehr mannschaftsdienlich auf Duda, der verzieht aber überhastet. Keine Möglichkeit hier für Wolfsburg ein Tor zu machen. Aber Wolfsburg momentan so ein bisschen stärker, ja. Okay. Kein Problem. Ball war im Aus. Ulrich hatte hier auf Zurufen von Dupont den Ball ins Aus laufen lassen. Kein Spieler ist mehr rangekommen. Pazlak sucht Impact. Der Ball kommt bei ihm an, scheitert aber leider an Semper. Leider, leider. Also wir sehen hier, es gibt Chancen auf beiden Seiten. Ja, also hier ist keine Mannschaft gerade, also ich würde hier keinen übelsten Favoriten ausmachen können. Mirino, Dupont läuft auf links frei, flankt dann zu Mirino, aber Semper pflückt den Ball runter. Und so langsam habe ich das Gefühl, wir kommen ein bisschen stärker in die Partie rein. Innenverteidiger verliert im Mittelfeld den Ball. Julian Steipers auf Impact, der mit dem Kopfball weiter auf Daniel und der netzt unhaltbar für Semper ein. Geiles Ding, Leute. Geiles Ding. Sehr, sehr schön. Wieder Impact als Vorbereiter. Sucht sich diese Saison, also sieht sich, glaube ich, diese Saison nicht so als Goalgetter, sondern eher so als Allrounder. Hat ja diese Saison wirklich... Eieiei. Eieiei, 1:1. Eichhorn sieht da ganz schlecht aus. André Bojan oder so vernascht ihn und befördert den aufs Tor und Olaf kam nicht mehr ran und what the fuck. Wolfsburg spielt weiter pomadisch. Köln schiebt sich den Ball zu. Impact schießt sich nach einem guten Pass von Fabian ein Herz und überwindet den Keeper. 1:2, was passiert hier gerade? Zur Hölle. Wir gehen hier von, so geht das nicht, auf sehr gut, auf was? Was passiert hier gerade? Und Impact wieder durch eine wunderbare Leistung mit dem Führungstor. Olaf hier auch wieder mit einem guten Parade. Übrigens, Olaf hat jetzt auch ein Spielerbild. Er hatte mir schon eins geschickt. Ich war nur wieder ein Trottel und hab's nicht gesehen. Ja, also ich hatte schon lange eigentlich ein Spielerbild von Olaf. Hab's aber nicht gesehen, weil ich nicht in den Discord reingeguckt habe. Dupont mit der Ecke. Pazlak ist zu überrascht. Geht über das Tor drüber, der Ball. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so einen kratzigen Hals, ey. Das nervt mich ein bisschen. Wir gehen Richtung Halbzeit. In die Pause. 1:2 ist der Spielstand. Ich denke, damit können wir zufrieden sein. Ja, das Gegentor war absolut komisch. Ja, da ist auf einmal der Spieler durch und macht ein Tor alleine, ohne dass irgendwas vorher passiert. Ich meine, Aaron hat da gepennt, ganz klar. Aber komisch. Als hätte der Fußballmanager der Fußballmanager Wolfsburg wieder ein Tor geschenkt. Spieler sind konzentriert. Jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, dass es ein schwieriges Spiel ist. Wir gehen weiter in die zweite Halbzeit, Leute. Ich denke, wenn wir so weitermachen, wenn wir uns vielleicht sogar noch in der zweiten Halbzeit, das können wir ja sehr, sehr gut, dass wir uns nochmal steigern. Wenn wir das machen, denke ich, dass das ein sehr, sehr gutes Spiel werden kann. Gelbe Karte für Daniel, nachdem er ein Trikot getestet hat von Nico Vlies. Impact wieder an Madaloni. Oder die beiden verbeißen sich in den Zweikampf. War auf Abseits entschieden. Schon lange abgepfiffen. Stendera legt sich den Ball schön
legt den Ball schön auf für Mali, der verzieht, da muss er mehr draus machen. Wir lassen unsere Leute aufwärmen auf der Bank. Lucevic kommt rein für den Torschützen. André Bourgeon. Denke ich, würde ausgesprochen. Ich bin nicht so der Mensch, der gut französische Sachen aussprechen kann. Duda, klares Foul an Wanyama. Sieht dafür die gelbe Karte. Leider war es kein Stürmer von uns und leider kein Innenverteidiger vom Gegner. Sonst wäre es wahrscheinlich ein Elfmeter gewesen. Heinz unterläuft da beinahe ein Eigentor nach der Flanke von Pazak. Stimmt, Dominik Heinz haben sie ja auch. Und ich glaube, Mitchell Weiser ja auch, oder? Nee, Weiser nicht. Weiser nicht. Aber Dominik Heinz und Ehret halt. Da kommt Ju rein für Dominik Heinz. Und wir werden auch mal wechseln, denke ich. Wanyama geht raus, dafür kommt Tim rein. Und Daniel geht raus, dafür kommt unser Junior rein. Sehr, sehr schön. Ich feiere das in der Mannschaft so übertrieben, dass wir einfach so qualitativ wechseln können, ne? Ich meine, Tim, zwischen Tim und Wanyama ist jetzt noch eine Riesenlücke eigentlich. Ne, 9 Stärkepunkte Unterschied ist schon qualitätsmäßig ein ganz schönes Stück. Aber es ist halt trotzdem, wir verlieren nicht so viel, ja, durch die Wechsel. Und ich meine, wir können junge Leute einwechseln, die auch schon gezeigt haben, dass sie echt krass Nerven behalten können. Ah, okay, der Ball prallt vom Außenpfosten zurück. Nächste gute Möglichkeit hier für Wolfsburg gewesen. Und so langsam gehen unsere Noten auch wieder ein bisschen runter. Ich habe nichts gesagt. Da gehen sie auch direkt schon wieder ein bisschen hoch. Schönes Kombinationsspiel von uns. Über viele verschiedene Stationen läuft der Ball durchs Mittelfeld. Fabian wird aber von Höger bedrängt, der gerade eingewechselt wurde für Ehret. Also 2 Ex-Kölner hier. Der eine wird für den anderen ausgewechselt. Ich denke, wir werden gleich auch nochmal, oder wir werden jetzt auch nochmal wechseln. Da geht Eichhorn raus, dafür kommt dann nochmal Jerome rein. Eichhorn ja heute kein so besonders gutes Spiel gemacht. Genauso wie Wanyama. Und ich habe übrigens gesehen, das ist doch nicht Wanyamas letzte Saison, sondern die vorletzte Saison. Pazak schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Flanke ist ein bisschen zu weit. Wird lediglich noch abgesichert. Ohne dass irgendwas entstehen kann. Und wenn wir das Ding hier jetzt wirklich machen, dann war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns. Und wir gewinnen das Ding hier 1:2. Sehr, sehr geil. Also es war wirklich mal ein überragend wichtiger Sieg für uns. Das bedeutet für uns nämlich jetzt, wir sind 5 Punkte weg vom 2. Platz. Dortmund hat wieder gewonnen. Aber auf Wolfsburg sind es jetzt 6 Punkte und das ist überragend. Ja, also wir haben durch den Sieg jetzt gegen Wolfsburg, dadurch, dass wir uns quasi gegen alle Mitkonkurrenten vorne durchgesetzt haben, haben wir uns echt einen sehr, sehr komfortablen Puffer aufgebaut und können so ein bisschen beruhigter in die Saison reingehen. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Wir gehen in den Nachbericht. So, Leute, war ein gutes Spiel heute von uns. Ich meine, das Tor von Wolfsburg kam aus dem Nichts. Was soll man da machen? Ich meine, ob Olaf da hätte drankommen können, weiß man nicht. Wir haben es ja nicht gesehen direkt. Aber ja, alles in allem, chancenmäßig war es ein ausgeglichenes Spiel. Also ich meine, es hätte auch 2:2 ausgehen können. Das Ganze oder 3:2 für uns oder was auch immer. Also es hätte auch krasser ausgehen können. Ja, ballbesitztechnisch waren wir wieder die Besten und Impact heute mit dem Tor und der Vorlage auf jeden Fall der beste Mann. Das unterschreibe ich sofort. Ja, sehr, sehr schön gemacht von ihm auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Zeigt sich wirklich die Saison eher so als Allrounder, der halt nicht nur noch auf Tore aus ist, sondern die Bälle auch mal ganz gerne vorbereitet. Was ich auch sehr, sehr gerne sehe. Verbessert sich ja momentan auch, was die Übersicht angeht, enorm. Sehr, sehr schön. Was heißt, wir sind Erster mit 5 Punkten Abstand. Auch sehr, sehr nice. Beste Chancenverwertung der Liga, sogar mit ein bisschen Abstand. Ja, 0,03 ist schon guter Abstand eigentlich. Leider keiner von uns heute in der Mannschaft der Woche. Wahnsinn eigentlich, dass keiner von uns heute in der Mannschaft der Woche ist. Nicht mal Impact, der heute sogar der drittbeste Torschütze ist.
sehr, sehr cool. Wir waren heute irgendwo im Mittelfeld unterwegs, was unsere Noten angeht. Ich meine, das war auch wieder ein schweres Spiel natürlich. Und Impact weiterhin Dritter, aber halt mit Abstand. Oh, wir haben die beiden besten Topscorer. Ja, wir haben die beiden besten Scorer mit Pazdak und Impact, was Tore und Vorlagen angeht. Das ist auf jeden Fall nice. Aber Impact auf jeden Fall der Topscorer der Liga immer noch. Ja, das heißt, da ist er weiterhin on top. Sehr, sehr schön. Und wir sind immer noch die fairste Mannschaft, haben zwei Verletzte mit Jedwai und Hector. Wir gehen weiter, Leute, gegen den FC Barcelona. Ich denke, da werden wir auch nochmal mit unserer Stammtruppe antreten. Denn, ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, das Spiel. Ich hab doch einen Dolmetscher gegeben. Da muss ich übrigens noch Leute verteilen. Ach, was mir gerade einfällt, ich habe auch Jugendspieler verteilt. Tja, das fällt mir einfach mal so mitten in der Folge ein. Was ist denn heute los mit mir? Ich bin heute irgendwie so ein klein wenig neben der Spur, will ich meinen. Dann gucken wir gerade meine Jugendspieler rein. Ich habe, glaube ich, 3 Stück hinzugefügt. Angelo Anthony, ja, hat einen Torhüter bekommen. Willkommen im Team. Der Robin wollte einen Rechtsverteidiger, hast einen Links- und Rechtsverteidiger bekommen. 10 Sterne. Ich denke, damit kann man zufrieden sein. Und als letzten habe ich Rainer Abfuck hinzugefügt, ja. Willkommen im Team. Ein bisschen alberner Name, aber wir nehmen den. Sehr, sehr schön. Ich freue mich schon drauf, wenn der irgendwann in der ersten Mannschaft ist und ein Tor erzielt. Abfuck mit dem Tor. Sehr, sehr schön. Ich freue mich da drauf. Ja, so viel dazu. Jugendspieler, gerne. Wir haben noch ein paar, ja, wenn ich möchte euch ja natürlich, es sind noch ein paar Jugendspieler offen, aber ich möchte euch natürlich die Jugendspieler geben, die ihr euch gewünscht habt. Und einer wollte zum Beispiel einen Stürmer, der Belgier ist. Und wir haben bis jetzt, glaube ich, noch nicht einen einzigen belgischen Jugendspieler gekriegt in 9 Saisons. Deswegen, das wird noch ein bisschen dauern, bis du den bekommst. Aber wir bauen ja, nee, wir bauen gar nicht in Belgien ein Trainings-, also ein Jugendcamp. Das heißt, es kann doch noch ein bisschen dauern oder ich guck mal, dass ich irgendwann einen Spieler für dich organisieren kann. Aber denkt dran, Leute, wenn ihr euch Jugendspieler wünscht und irgendwie eine Nationalität drin habt, mit der wir jetzt nicht so viel zu tun haben, dann kann das echt lange dauern, ja, bis ihr da einen Spieler bekommt. So, João Mario wird heute wieder spielen gegen Barcelona. Ja, den brauchen wir. Und sonst machen wir nichts an der Mannschaft. Ich denke, gegen Leverkusen werden wir dann nochmal ein bisschen rotieren. Aber alles in allem werden wir heute auf jeden Fall mit unserer absoluten Stammelf reingehen. Denn, ja, es muss eine Stammelf auf dem Platz sein, um den FC Barcelona schlagen zu können, Leute. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt rein. Ich gucke gerade nochmal nach bei Olaf. Der hat sich so krass schon weiterentwickelt, diese Saison, ne? Wahnsinn. Der wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten Saison oder vielleicht sogar dieser Saison besser werden als Baumann. Der hat jetzt 81 Baumann. Ja, geht auch immer weiter bergab mit ihm, dadurch, dass er nicht mehr spielt. Aber ich meine, mit 222 Spielen hat er schon genug für uns getan. Da ist jetzt mal jemand anderes dran und ich meine, Olaf jetzt mit seinem 24. Einsatz für uns im Profikader. Ja, vorher in der zweiten Mannschaft gespielt und da halt auch guter Stammkeeper gewesen. Ist er langsam ready dafür, eingesetzt zu werden. Und ich meine, wir sehen ja, er macht gute Spiele, er spielt eine wunderbare Saison. Ist jetzt mit ein paar Patzern schon dabei gewesen, aber das schiebe ich einfach mal auf die Unerfahrenheit. Alles in allem sehr, sehr zufrieden. Wir gehen rein in das Spiel gegen Barcelona, Leute. Bis gleich. Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Spiel oder zum zweiten Spiel der Rückrunde in der Champions-League-Gruppenphase gegen den FC Barcelona. Wir haben heute wieder ein echt krasses Spiel vor uns. Können wir es schaffen, auch gegen Barcelona wieder nicht zu verlieren, dann sind wir nämlich immer noch ungeschlagen in der Champions League. Pazdak sucht Impact, trifft den Ball nicht richtig, unkontrolliert kommt die Kugel dennoch zu ihm. Der stoppt den Ball auch, scheitert aber an Altamirano, dem Torwart des FC Barcelona. Ja, João Mario dirigiert seine Mitspieler entschlossen und genau das wollen wir doch sehen von Mario. Oder von Jao, eher gesagt. Oh, Pazdak hat sich verletzt. Ah, oh, wir haben keinen dabei für die Position. Nein, Pazdak. Muskelverhärtung. Dann müssen wir das jetzt so machen. Das ist ja jetzt echt ekelhaft. Müssen wir so machen jetzt. Und ausgerechnet jetzt habe ich Lars nicht mit aufgestellt, ne? Machen wir das so. Ja, machen wir das so. Eieieiei, da muss Pazdak raus. Das ist natürlich jetzt ein herber Verlust auf der rechten Seite. Ah, gefällig vorgetragener Angriff. Nichts passiert. Oh, ich wollte auch eigentlich Sascha aufstellen. Habe ich vergessen. Oh, Ecke landet bei Impact.
Wenig Platz, macht ein paar Schritte Richtung Strafraumeck, zieht ab, streicht einen Meter über das Tor. Eieieiei. Oh, etwas übermotiviert, Impact. Ah, chillt mal, Leute, konzentriert euch. Ecke, nächste Ecke von João Mario, kein ernsthaftes Problem für den Keeper des FC Barcelonas. Flanke über Ulrich, der Ball kommt zu Impact, Kopfball knapp übers Tor drüber, Mann. Ja, also momentan kein Glück für uns hier. Impact so ein bisschen im Pech. Freistoß, Ricardo Rodriguez legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an, spielt stattdessen ab zu Icardi, der steht im Abseits. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, Ricardo. Das ist sehr, sehr nett von dir. Daniel macht seine Sache aber gar nicht mal so schlecht. Okay, Jordi Amat wird hier verwarnt. Und wir gehen in die Halbzeit. Also sonst gerade nicht wirklich viel passiert. Ist natürlich, wir haben sehr, sehr viel Pech, muss man sagen. Vom Tor gerade Impact kommt nicht so ganz in die Partie rein. Hat sehr große Mühe, da den Ball im Tor unterzubringen. Hat sich auch schon eine gelbe Karte geholt. Ist halt nicht so sein Match. Müssen wir mal gucken, ob wir ihn vielleicht auswechseln in der zweiten Halbzeit. Müssen wir mal beobachten. Ist natürlich auch jetzt nach dem Ausfall von Pazak einer der Leute in der Offensive, der da echt noch den Unterschied machen kann. Und Daniel halt, muss man Daniel halt auch lassen. Er ist halt überhaupt nicht eingespielt auf rechts außen. Deswegen, ja, ist das so ein bisschen mäh gerade. Gehen wir aber rein in die zweite Halbzeit. Man merkt die Anstrengung der ersten Halbzeit nicht an. Das ist sehr, sehr schön. Wir brauchen alle Power, die wir haben, für die zweite Halbzeit. João Mario mit der nächsten Ecke. Kein Problem für den Torwart wieder. Der Torwart, muss man aber auch sagen, vom Barca, der hält heute wieder alles. Was so ein bisschen nervig ist. Gutes Passspiel wieder von uns. Kugel geht durchs Mittelfeld. Cristiano wird letzten Endes aber von Amat derart bedrängt, dass er den Ball verliert. Wir lassen unsere Leute auf der Bank auch schon mal aufwärmen. Taktisches Foul. Gibt Gelb für Thomas. Wie auch immer der ausgesprochen wird. Ich nenne ihn einfach Thomas. Neymar kann sich hier auf dem linken Flügel nicht gegen Aaron durchsetzen. Thomas kommt zur Unterstützung, bekommt den Ball, flankt in die Mitte. Ødegaard kann Olaf noch abwehren, aber beim Schuss von Icardi ist er machtlos. Und es steht 1:0 für den FC Barcelona. Das hat sich abgezeichnet. Das hat sich abgezeichnet, finde ich. Scheiße. Das ist so bitter, ja. Und wir kriegen es einfach nicht hin, den Ball übers Tor zu drücken, ja. Also über die Linie zu drücken. Boah, ist das scheiße. Aber gut, da konnte Olaf jetzt gerade überhaupt nichts tun, ja. Wir hätten schon lange hier 2:0 führen müssen eigentlich. Daniel taucht plötzlich alleine vorm Torwart auf, schlägt noch einen Haken, legt sich den Ball auf den anderen Fuß und letzt überlegt ein. Ja, danke Daniel. Trotz, dass er auf der schlechteren Position für sich selber ist, macht er das überragend, ja. Da sehen wir dann schon wieder die Klasse von dem Daniel. Easy. Sergio Roberto unterläuft da beinahe wieder ein Eigentor. Dann mach's doch bitte einfach mal, ja? Dankeschön. Barcelona klärt souverän. Wir werden mal wechseln. Wir bringen mal für Impact Tobias rein noch. Impact heute nicht gut. Ja, nicht sein Tag. Gelbe Karte auch nicht so geil. Deswegen nehmen wir ihn mal lieber raus. Bringen wir Tobias rein. Aber überragend gerade von Daniel. Einfach nur überragend. Flanke von Cristiano. Torwart verschätzt sich, unterläuft den Ball. Amat geht auf Nummer sicher, klärt den Ball zur Ecke. João Mario übernimmt die Ecke, hebt die Hand, macht ein Zeichen mit dem Finger. Schlägt hoch in den Strafraum hinein. Torwart klärt postwendend, landet vor den Füßen von Mirino, der die Lücke sieht und abzieht. Und der Ball zappelt unten links im Netz. Jawoll! Geile Scheiße! Geile Scheiße. Mirino mit dem 2:1. Wahnsinn. Haben wir es wieder gepackt, ja, das Ding zu drehen. Ich meine, das Ding ist noch nicht vorbei. Barcelona kann auch das 2:2 machen jetzt. Aber wir haben wieder Nerven bewiesen, so wie wir es immer eigentlich tun. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, was wir hier wieder geleistet haben. Selbst wenn wir das jetzt noch verlieren würden. Tobias legt steil für Mirino auf.
Torwart hat aufgepasst, kommt er raus, klärt 25 Meter vom eigenen Tor. Und wie krass offensiv eigentlich Mirino noch ist, obwohl er eigentlich auf der... Nee, er ist auf der offensiveren Position. Also alles richtig. Alles richtig. Barca wechselt nochmal in der Innenverteidigung. Wir werden gleich auch mal schauen, dass wir noch einmal wechseln. Ich denke, wir wechseln mal João Mario aus. Dafür kommt dann Aidi rein. Ne, wir wechseln Mirino aus. Dafür kommt Aidi rein. Machen wir auch jetzt direkt mal. Mirino, starkes Spiel gemacht. Aidi bekommt auch nochmal die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Jetzt kommt Denis Suárez nochmal rein. Und bei uns kommt nochmal Aidi als letzter Wechsel. Für Mirino. Eieiei. Torwart von Barcelona flippt komplett aus. Der arme Balljunge. Das muss nicht sein. Denis Suárez liegt verletzt am Boden. Interessiert uns einfach überhaupt nicht. Scharfe Hereingabe von Daniel. Beinahe etwas zu nah. Ja, Torwart ist rechtzeitig unten. Und packt sicher zu. João Mario lässt auf links am Matt aussteigen, zieht ab, Torwart ist da, wehrt den Ball zur Ecke ab. Eine Minute wird drangehangen und wir haben auch dieses Spiel heute oder jetzt gerade wieder gewonnen, sind immer noch ungeschlagen in der Champions League, haben Barca besiegt und ich denke, das ist doch dann der absolute Gruppensieg für uns. Ich meine, wenn wir jetzt das letzte Spiel dann auch noch gewinnen, dann haben wir einfach alle Spiele in der Gruppenphase gewonnen. Und gegen Feyenoord sollte es eigentlich klappen zu gewinnen. Das wäre krass. Wenn wir einfach mit 18 Punkten aus der Champions League Gruppenphase gehen. Mit Barca in der Gruppe. Wahnsinn. Wir gehen in den Nachbericht. Wir haben es wieder geschafft, Leute. Wir haben wieder ein ultra, ultra geiles Spiel gemacht. Ja, Mirino und Daniel, überragende Aktion, vor allen Dingen von Daniel, ja. 90% der Spieler vertändelt da der Ball und er legt sich den auf den anderen Fuß und netzt ein. Überragend, Mirino, Übersicht gehabt, hat die Lücke gesehen und den Ball einfach reingemacht. Geile Scheiße. Leider Impact heute hat sich nicht belohnt, hat viele Möglichkeiten gehabt, aber sich nicht belohnt. Kann auch mal passieren. Ist okay, alles in allem hatten wir Barca heute sehr gut unter Kontrolle, haben viele Chancen gehabt, Barca eher weniger. War aber trotzdem gefährlich, ich meine, Barcelona ist immer eine gefährliche Mannschaft. Ja, und wir gehen schön rein, Kopenhagen hat nochmal gewonnen hier gegen Feyenoord. Für Feyenoord hätte das heißen können, dass die vielleicht sogar noch das schaffen hätten können, wenn wir dann gegen Feyenoord auch verloren hätten und Barca dann gegen Kopenhagen verloren hätte. Jetzt ist es, denke ich, durch für Kopenhagen und auch für Rotterdam. Die werden beide nicht mehr weiterkommen. Das heißt, wir sind sowieso safe durch und Barcelona auch. Für Barcelona lief es halt nicht so gut. Zweimal verloren gegen uns jeweils. Zeigt eigentlich schon, dass wir, was wir für eine übergeile Truppe haben. Und wir gehen mit 5 Siegen momentan in der Champions League weiter. Wahnsinn. Leute, ich würde aber sagen, das war's wieder. Ich bin heute nicht ganz so fit. 2 Spiele reichen da erstmal. Ich habe jetzt schon wieder Halsschmerzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde krank, was gar nicht geil ist. Was echt nicht so geil wäre. Wir gehen nächste Folge gehen wir weiter mit Leverkusen auf jeden Fall und Bremen. Ob wir dann noch Feyenoord mitnehmen, weiß ich nicht. Aber Leute, bald ist es soweit. Bald wird der Fußballer des Jahres gewählt. Und da ist ja dann immer noch unser Impact, ne? Ich weiß es nicht, ob er es schaffen wird. Also er spielt auf jeden Fall eine überragende Zeit wieder, ist einer der besten Spieler der Welt mit 20 Jahren. Hat letzte Saison alles zerschossen, uns zum Champions-League-Sieg geschossen. Mal gucken, ja? Vielleicht ist er ja mit in der Auswahl dabei und wenn er Weltfußballer wird, dann reiht er sich unter Legenden wie dem brasilianischen Ronaldo ein, ja? Oder ich glaube sogar auch einen Pelé. Weil ich glaube, jünger war noch kaum jemand, ja? 20 Jahre war Ronaldo. Beim ersten Mal, wo er es geschafft hat, ja, dann mit 21 ist er nochmal Messi, das erste Mal mit 22, ja, also, ich weiß halt nicht, hier ist Pelé halt nicht mehr mit drin, ne, geht halt nur bis zum Jahr 91, aber Lothar Matthäus einfach mit 30 Jahren, 91, Wahnsinn.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber der Jüngste auf jeden Fall, der hier drin steht, ist Ronaldo. Und ich meine, wenn man mit 20 Jahren Weltfußballer wird, das heißt schon einiges. Ne? Das heißt schon auf jeden Fall einiges. Gut, Leute, wir sehen uns wieder. Vergesst den Daumen nicht. Das Dings hier, Kommentar nicht. Und Leute, wir sind dabei, die 3000 Abonnenten zu knacken. Ja, wir sind jetzt bei 2930, glaube ich. Also alle, die noch nicht abonniert haben, drückt bitte auf das Abonnier-Button. Ja, ich bete darum, weil 3000 Abonnenten würde ich ganz gerne noch erreichen. Danach ist mir eigentlich alles vollkommen schnuppe. Aber 3000 ist eine mega geile Zahl. Und und vergesst die Glocke nicht, Leute. Denn wir wissen, Abo-Box ist nicht immer so geil. Deswegen, Leute, vergesst das nicht. Schaut in die Beschreibung, checkt Instagram, Twitter und Steam ab. Ja. Haut rein, bis zum nächsten Mal.